Seit ein paar Jahren gibt es ein neues Konzept, um Kindern bei ihren Sprechschwierigkeiten zu helfen. Logopädie mit Hunden. Ein sogenannter Therapiebegleithund wird speziell ausgebildet und hilft dann der Logopädin und den Patienten dabei, die Sprechschwächen zu beseitigen. In Wiesbaden ist einer der ersten hessischen Therapiebegleithunde, Fiete heißt er, im Einsatz. Kuh. Laute üben. Und Hund Fiete Leckerli geben. Kai. Kai. Für Marc, der eine Konsonantenschwäche hat, ist das ein Riesenspaß. Kragen. Kragen. Hey, super. Das war klasse. Welchen nehmen wir jetzt? Dass er beim Spielen mit Hund Fiete nebenbei noch Sprechtraining macht, merkt der Sechsjährige kaum. Marc muss ein Wort richtig aussprechen, Fiete das Leckerli unter dem richtigen Hütchen finden. Die zwei sind sozusagen verbündete Trainingspartner. Ich liebe die Hunde, dort kenne ich. Ich mag gerne Hunde. Ich fütter ihn gerne. Ich streichle ihn auch gerne. So reagieren die meisten kleinen Patienten von Logopädin Agnes Habenicht auf Fiete. Therapiebegleithunde wie er sind seit über 5 Jahren in Deutschland als Sprechtrainer im Einsatz. Eine US-Studie zeigt, dass Logopädie mit einem Hund schneller und nachhaltiger zum Erfolg führt. Wenn man zum Beispiel ein Sch übt, dann muss man ein Sch üben. Und ich kann das machen durch ein Spiel oder ich kann es halt machen durch den Fiete. Und das Spielen, ja, es ist halt wirklich anspruchsvoller oder ansprechender, vielmehr nicht anspruchsvoller, ansprechender für die Kinder, wenn sie halt ein Leckerli durch die Gegend schieben können und dann auch sehen können, wie der Fiete das verschlingt. Dadurch gibt es dann wieder so eine kleine Pause und dann kommt das nächste und das ist für die Kinder ein viel größerer Anreiz. Und so wird halt auch monotones, stures Üben einfach auch lebendiger durch den Hund. Nach der Übungsstunde geht's für den Berner Sennenhund raus ins Grüne. Wenn Agnes Habenicht sein Arbeitsgeschirr abschnallt, weiß er, jetzt ist Verschnaufpause. Zwar wird Fiete über den Tag verteilt mit einer Mittagsration Leckerli bei Laune gehalten, doch die Therapien sind trotzdem Arbeit für ihn. Schließlich ist der Therapiebegleithund erst 14 Monate alt. Wir machen spielerisch ein bisschen Unterordnung, dass er noch ein bisschen was lernt, was für den Kopf macht. Und dass er sich halt auch mal im Gras wälzen darf, mal ausruhen darf, auch mal ein bisschen Blödsinn machen darf. Und dass er halt einfach Hund sein darf. Weiter geht's mit der 4-jährigen Nele. Fiete? Sie verwechselt unter anderem die Buchstaben G und D. Das zu verbessern macht ihr doppelt Spaß, wenn Fiete mitspielt. Super! Was hat der Fiete eben gerade noch mal gemacht? Der Fiete ist... Gesprungen. Super. Nele macht große Fortschritte. Für ihre Mutter ein Zeichen, dass es gut war, eine neue Therapie auszuprobieren. Sie freut sich eigentlich von einem Mittwoch zum nächsten immer wieder. Mami, wann ist Fiete-Tag? Dann ist immer so die Frage, wie lange muss ich noch schlafen? Also sie freut sich ganz besonders natürlich auf Fiete. Ist aber auch, was die Therapie selber angeht, durchaus motiviert. Und würde am liebsten noch länger mit Fiete sprechen üben. Genauso wie Marc. Tschüss. Das mache ich gerne mal. Was für ein Glück, dass nächste Woche wieder Fiete-Zeit ist. Aber